Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht's, ich habe die Meisterhütte in 24 Minuten auf Level 5 und ich freue mich riesig. Ihr seht's, ich habe nicht ganz die Mauern geschafft, aber wie wir dann gleich aufbauen, da müsst ihr mir bei helfen. Bis gleich. Die letzten 20 Sekunden laufen. Ich bin echt gleich mal gespannt, was es alles so Neues im Shop gibt. Ich habe mich da überhaupt nicht vorher schlau gelesen oder mal bei anderen gespickert, was gibt es denn eigentlich schon. Und weil ich ja doch ein bisschen wenig hier im Bauarbeiterdorf mache, deswegen hat das jetzt auch so lange gedauert. Denn ich habe nicht immer alles an Elex gehabt zum Truppenspenden. Oh, hier gibt es eine Errungenschaft gleich. Jawohl. Und das gab auch richtig fett EP. Gleich mal gucken, was es gab. Ah, okay. Upgrade Builder Hall to Level 5, ja, das, die holen wir uns gleich ab hier. Und die 2000 EP auch noch dazu. Boah, super. Ah ne, und da gab es 1000 XP. Alles klar. Okay, dann gucken wir mal. 35 neue Teile im Shop, die wir hier jetzt rausholen können. Ich denke mal, wir fangen mit den Mauern, glaube ich, an. Mal schauen, wie viel neue Mauern wir jetzt dazu bekommen. Ich pflanze die mal hier oben hin. Ich hoffe, dass das Gold auch jetzt reicht, denn ich habe meine Angriffe jetzt extra offen gelassen. Okay, das hat schon mal gereicht. Dann gab es oder gibt es neue Ressourcen hier. Okay, oh, da können wir natürlich jetzt immer nur einen vom bauen. Und dann würde ich sagen, ich schmeiß mal hier die Glocke an. Ah nee, die Glocke schmeiße ich jetzt nicht an, sondern ich mache einen kurzen Cut, bis das Ding hier fertig ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wer glaubt, das wird eine langweilige Bauarbeiter-Base-Folge, der sei sich getäuscht. Natürlich haben wir hier auch Clankrieg und ich habe in eurer Abwesenheit einfach mal alles gebaut, was man schon mal so bauen kann. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht habe, ist hier der Multimortar, also diese Kanone, mehrere Salven verschießt. Die habe ich jetzt noch nicht, aber alles andere habe ich jetzt soweit. Habe auch schon meine Lager so ein bisschen ausgebaut an der Stelle. Ich denke mal, das erste, was ich hier mache, ja, das wird das Labor sein. Das date ich jetzt ab 12 Stunden und dann springen wir schon rüber. Das war's aus der Bauarbeiterbase. Ja, mehr geht hier nämlich nicht, denn wir haben im Clankrieg richtig schön mal wieder abgesagt. Ihr seht das hier an meinem Bonus auch. Na, ist ganz nett. Kann ich mit leben, denn unsere Defenses waren ganz gut. Und na, man muss es leider sagen, der Gegner hatte unten zwei RA8. Die waren dann für unseren Magnethelm natürlich ein gefundenes Fressen, schon mal 6 Sterne hier zu machen. Und der Rest ist hier allerdings schon mal sehr, sehr stark RH9. Also man sieht das hier, die Base ist gar nicht mal so schlecht. Okay, die Helden, ach, noch nicht ganz so gut. Und wenn man natürlich jetzt nicht unbedingt 30er oder 40er Helden hier gegenüberstehen hat, dann kommt man trotzdem durch diese Bases relativ gut durch, würde ich mal so sagen. Ihr seht, ich bin schon vorbereitet für Köln, ja, denn ich habe eine Mannschaft gefunden. Man hat mich aufgenommen, das werden wir auch gleich sehen, wo man mich aufgenommen hat. Also erstmal nur, wo ich untergekommen bin, so muss man sagen. Ich bin in einem Team und das freut mich auch, dass ich dort untergekommen bin. Der Masse, der mit mir fährt, beziehungsweise ich fahre mit ihm, ich hole ihn ab, ist an der Stelle noch nicht ganz untergekommen. Möchte natürlich gerne mit seinem RH11 an dem Turnier teilnehmen, gar keine Frage. Das kann ich auch verstehen. Aber vielleicht kommt er ja doch noch irgendwo unter. Er fährt auf jeden Fall mit. Das finde ich trotzdem gut, dass wir zwei Krieger haben, die dieses Event hier besuchen. Und trotzdem schöner Gohok hier vom Jody Enjoy. Ist ein zweiter Korn vom Garagus. Ah, knappe Sache hier. Ja, aber jetzt nüppeln die Hocks den King hier kaputt. Das ist natürlich an der Stelle auch immer super, wenn du so 5-6 Hocks hast, die auf so einen King rumprügeln, denn dann hat er überhaupt keine Chance, weil der ja nur Einzelziele macht und keine mehreren Hocks trifft, wenn er zuschlägt. Aber schönes Ding hier vom Jody, würde ich mal sagen. Und wir hangeln uns so ganz leicht nach oben, würde ich mal sagen. Sehen hier den Bärwolf mit einer Kombi. Oh, auch schön mit Luns, der Bärwolf ist immer noch einer, der immer ganz explizit ansagt, wie er von wo
mit welchen Truppen exakt vorgehen. Also der plant hier die Dinger echt minutiös. Und ja, ich denke mal, das ist ihm auch an der Stelle hier gelungen, denn die Base war noch offen hier. Ich habe die mit 2 Sternen belegt, mit dem Alex-Account. Das war, ja, ich will nicht sagen suboptimal, aber ich bin genau, ich glaube, ich bin von der anderen Seite reingekommen, weil ich unbedingt die Feger wegmachen wollte. Und weniger die Lars, die haben mich da an der Stelle gar nicht mal so gestört. Aber er kommt hier richtig schön in die Base rein. Ich denke, der Sprung ist auch, ja, der ist in Ordnung gesetzt. Er hat sicherlich die Kämpfe vorher gesehen und wusste hier unten von den Teslas und auch von den Fallen. Kommt jetzt, ja, entgegen der Feger hier rein. Gegen die Feger, gegen den Wind. Mal gucken, wie er das macht. Ah, der erste Feger ist jetzt endlich Geschichte. Und nochmal von oben, das ist natürlich krass. Von beiden Seiten hier mit den Loons reinzukommen, ist auch schon sportlich, muss ich sagen. Aber er macht das hier ganz gut. Und jetzt haben die auch nicht mehr wirklich viel zu tun. Hier hat noch ein paar Clean-Up-Truppen und keiner der Hunde zerplatzt hier. Nein, keiner der Hunde. Oder? Doch noch einer? Mal gucken am Ende. Na? Nee, kein Hund. Kein Hund gestorben. Ist immer ein bisschen unglücklich, aber so wie ich das gesehen habe, hatte er auch 3 dabei. Denn sonst wären jetzt auch keine Lava-Welpen hier in der Base. Oder ist doch noch einer geplatzt? Nee, er hat 3 dabei gehabt. Ich glaube, es waren 3 Stück. Und ja, gar nicht mal so schlecht die Base hier. Die war schon knackig. Haben sich dann 3 Leute daran vergriffen. Ah, nee, hatte er gar nicht. Doch, 3-mal. 3-mal Level 2. Aber richtig schönes Ding hier. Und dann gehen wir weiter nach oben. Hier haben wir natürlich auch ein bisschen was geholt. Wir gucken hier mal. Ja, wir gucken uns den King an. 10 auf 11, andersrum. 11 auf 10, entschuldigt bitte. 11 auf 10 hier. Ziemlich kompakte Base hier. Es hat mich eigentlich gewundert, dass kein anderer Elfer diese Base hier vorher gepackt hat, denn wir hatten hier schon 1-2 Angriffe drauf. Und ich hatte mir die auch in meine 2. Auswahl reingenommen. Ja, wäre sicherlich ähnlich vorgegangen, aber der King Arthur hier, was hat er denn eigentlich noch im Schlepptau? Ah, noch mehr Bowler, okay. Das sehe ich jetzt gerade unten. Und kommt hier schön in die Base auch rein. Aber so schlecht ist diese 10er Base gar nicht, muss ich sagen. Okay, auch wenn er sie jetzt gedreiert hat. Dazu muss er aber auch ein guter Elfer sein. Und wir sehen ja auch einen Elfer mit Max-Truppen, Max-Helden. Und da geht natürlich einiges. Das Rathaus fällt jetzt gleich erst, okay. Aber so geht man dann auch vor, wenn man 3 Sterne vorhat. Meistens kommst du dann dem Rathaus nicht unbedingt entgegen, sondern machst das relativ zum Schluss, wie er das auch macht. Und dann ist das hier auch ein schöner 3-Stern gewesen. Also hier kam es dann am Ende. Der Angriff war sehr, sehr spät. Da hatten wir eigentlich schon gewonnen. Hoppla. Da hatten wir eigentlich schon gewonnen. Und aber trotzdem versuchen wir hier möglichst viele Sterne auch rauszubekommen. Deswegen kann man dann auch mal ein bisschen tiefer angreifen und man ist hier nicht lotgeil. So wie das in manch anderen Clans ist. Oh, hier haben wir mal wieder den Hocke. Oh, Hocke. Hocke mit einem 3-Stern auf dem Elfer. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Super, super. Schauen wir uns den mal an. Kann ich mich auch so ein bisschen zurücklehnen. So ganz easy mal zurücklehnen. Und kann das Ganze mal kommentieren. Ich sitze manchmal auch ein bisschen verspannt am Rechner, muss ich sagen, während meiner Aufnahme. Dabei kann ich es mir eigentlich gut gehen lassen hier. Ihr habt gute Unterhaltung. Ich habe hier meinen Spaß, sehe richtig gute Clan-Kriegskämpfe und freue mich einfach aufs Wochenende, muss ich sagen. Denn die Local Clash in Köln wird sicherlich, ja, das wird ein schönes Event werden. Da wird man einige Leute treffen, einige Angriffe sehen. Man wird viel Bases sehen, denke ich mal. Und mich interessieren vor allen Dingen die Leute. Ich möchte, ja, ich bin ja jetzt in irgendeinem Clan beigetreten, bin ja auch nicht in meinem eigenen Team. Und das ist ein lustiger Haufen. Ich habe auch geschrieben, das Team ist mir egal. Solange der Spaß da ist, ist das alles wirklich tutti. So, dann gehen wir noch ein kleines bisschen weiter nach oben. Haben wir hier noch einen schönen 3-Sterner? Jawohl, den Cookie auf den Alfred hier. Auch ein tolles Ding. Ja, ganz niedlich hier innen drin, die Mauern. Noch auf, ich glaube, das ist Level 5, ne? Ich weiß es gar nicht so genau. Aber kann hier auch sehr früh die Clanburg schon
mit eliminieren bzw. mit locken. Und die Hexen machen dann ja auch ein bisschen Schaden in die Luft rein. Und so kommt er hier jetzt mit dem Bowlern und mit den Hexen richtig krass in die Base. Nach wie vor nicht mein Ding. Und ich selber habe hier in diesem Clankrieg mal wieder 2x2 Sterne. Nee, stimmt gar nicht. Einmal ein Stern und einmal zwei Sterne abgeliefert. Also da könnt ihr euch warm anziehen auf der Local Clash. Ja, denn das wird ein richtig hammerhartes Ding für mich, was meine Angriffe angeht. Aber wie gesagt, für mich steht da der Spaß im Vordergrund. Ich bin da jetzt nicht so der Typ, der unbedingt das Event um Biegen und Brechen gewinnen muss. Ich hätte ja gar nicht mal gedacht, dass das noch ein Dreier wird. Denn ist ja doch noch ein bisschen viel jetzt außen beschäftigt, beziehungsweise hier gehen jetzt die ersten Truppen rein, so ein bisschen nach innen und machen da schon mal, die machen schon mal den King, okay. Jetzt hat natürlich der Multi-Inferno hier richtig viel zu tun an der Stelle, denn der kriegt jetzt gar nicht so viel Truppen rein, wie hier jetzt noch gerade in der Base sind. Ein bisschen ist in der Mitte und der eine Bowler, ja, ich denke mal, der eine Bowler, der wird es jetzt machen. Aber wir haben hier noch jemand anderen am Rathaus, nämlich die Hexe hier. Ah, super, super gemacht. Wirklich starker Angriff dann. Und wenn das Zeug in der Mitte erstmal gefallen ist und hier wuseln immer noch richtig viele Truppen rum. Jetzt haben wir nur noch Einzelschaden da, kein Flächenschaden mehr. Also schöner. 3 Sterne hier von 4 auf 7, also 11 auf 11. Das gefällt mir. Ich habe übrigens auch mal wieder gegen 11 gedefft. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch die Base nehmen im Event, die ich heute verwendet habe. Und wir sind hier oben ja noch nicht ganz am Ende. Ja, leider 1 Stern nur hier vom King Arthur auf diese Base hier. Aber ich denke mal, wir gucken uns noch den 2er hier an von Max. Denn das ist auch eine starke Base hier. Ich hatte die, glaube ich, heute auch mal gepostet zum Nachbauen. Die ist wirklich, wirklich gut, finde ich. Lasst euch von den Mauern nicht täuschen. Ich habe immer gesagt, Mauern werden übersprungen, so wie hier. Oder sie werden überflogen. Das kann ja jeder halten, wie er will. Ich habe bei Hocker auch gesehen, der hat auch noch Level, ich glaube, es ist Rathaus 7 Niveau Mauern zurzeit. Nämlich die nachgekommen sind. Der hat jetzt auch eine vollständige RH11 Base. Das hat man heute auch gesehen, denn er hat richtig gut gedefft. Und da macht es manchmal auch die Größe so einer Base dann schon aus, dass man gute Defenses hinlegt und dort dann dementsprechend der Gegner mehr zu tun hat. Aber schönes Teil hier vom Max. Schon länger nicht gesehen hier im CK, muss ich sagen, auf die Nummer 3. Aber er ist wie am Start. Ist auch stark beschäftigt, muss ich sagen, der Max. Und deswegen bin ich da gar nicht böse, dass man gar nicht so oft hier im CK sieht. Aber wenn er dabei ist, dann ist er auch eigentlich immer recht stabil, muss ich sagen, mit dem RH11. Und im Moment sind ja alle auch stark beschäftigt, ihre Devs auszubauen. Das heißt also die Infernos auf 5 und die anderen Sachen, die man updaten kann, Bogenschützenturm etc. Also hier gibt es ja reichlich zu tun und dann auch noch Bauarbeiterbase. Man kann ja eigentlich den ganzen Tag hier Clash of Clans streamen, zeigen, was auch immer. Ja, ein Stream am Wochenende kann ich euch nicht versprechen, denn ich bin ja erstmal in Köln, also Samstag wird es, denke ich mal, keinen von mir geben. Und ich habe aber ein paar Videos zumindest für die Doppelfolge am Samstag für euch vorbereitet. Also da geht ihr ganz sicherlich leer aus. Es kann sein, dass am Sonntag keine Folge kommt. Ich aber dafür vielleicht streame. Dann haben wir eine Sonntagsfolge und gucken wir mal, wie das Ganze so wird. Also wie gesagt, ich freue mich tierisch, bin halt jetzt ein kleines Stück weiter in meiner Bauarbeiterbase. Aber da wollte ich keine wirkliche Folge von machen. Das muss erstmal reifen hier. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in dieser Woche, am Wochenende, wo auch immer. Ich hoffe, ich sehe ein paar in Köln. Ich treffe euch. Würde mich super freuen. Oh nee, ich habe ja einen Nachbrenner. Leute, ich habe einen Nachbrenner. Geht ja gar nicht. Ich verlasse nämlich jetzt diesen Clan hier. Ja, zum zweiten oder dritten Mal. Ich weiß es gar nicht genau. Und joine einen anderen Clan. Ich schaue mal in meine Bookmarks nach, wo ich ihn habe. So, da gucken wir mal. Da ist der Clan. Ja, passt genau zu mir. Seniorenclan 68. Ich bin zwar Baujahr 66, aber komme von Mr. White heißt er.
Und ich hoffe, die nehme ich hier jetzt ganz, ganz schnell auf. Ansonsten muss ich jedoch beenden. Ah, da bin ich dabei. Da muss ich mich auch bedanken. Vielen lieben Dank. Und dann kann ich jetzt auch anfangen hier zu üben, denn wir wollten so ein bisschen für die Local Clash üben. Also seht's mir nicht nach. Ich bin jetzt in einem anderen Clan. Super Sache hier. Hey. Und da ist er auch schon, der Mr. White. Wer ihn nicht kennt, der ist der, ich will nicht sagen Moderator, sondern der Chefkoch vom deutschen Clash of Clans Forum. Richtig schönes Forum hier. Wer es noch nicht kennt, googelt einfach mal danach. Und ihr findet mich, ihr findet den Mr. White dort. Also auch, ja, ein 68er Kollege, hätte ich mal fast gesagt. Super. Also ich freue mich echt. Jetzt muss ich ein bisschen üben hier. Und bis dahin, jetzt aber endlich, euer Toto. Clashed.